Und der sich hier auskennt, heißt Andreas Fiesel. Er ist Förster in Fischen und ist auch für den Eichhörnchenwald zuständig. Von denen ist allerdings noch nichts zu sehen, aber ein paar Vögel interessieren sich schon für uns. Die wissen, was wir vorhaben und dass wir Futter dabei haben. Und das hat dann auch die Eichhörnchen angelockt. Aus jeder Richtung hört man es rascheln und sie fressen wirklich aus der Hand. In kürzester Zeit haben wir es mit 3 bis 4 Eichhörnchen zu tun. Dass wir Nüsse dabei haben, wissen sie. Wenn sie eine davon vorsichtig aus der Hand genommen haben, machen sie sich aus dem Staub und genießen. Wie kommt denn das eigentlich, dass die Eichhörnchen so zahm sind? Das ist ja normalerweise, also habe ich immer gedacht, so das flüchtigste Tier, was ich so kenne. Wann hat das angefangen, dass die so handzahm wurden? Oh, ich glaube, das geht schon viele Jahre. Aber die haben halt kennengelernt, dass Mensch kein Feind ist, sondern dass Mensch ein Freund sein kann, vor allem wenn er Nüsse mitbringt. Und also ich bin seit 20 Jahren im Oberallgäu und als meine Kinder noch klein waren, das war der erste Geheimtipp, du musst in den Eichhörnchenwald nach Fischen gehen, weil dort nicht nur die Eichhörnchen, sondern auch die Vögel sehr zahm sind und für Kinder natürlich ganz tolle Naturerlebnisse bieten können. Ja, das wollte ich gerade sagen, die Vögel haben wir ja auch schon gesehen, haben die sich das von den Eichhörnchen abgeguckt? Oder wie funktioniert sowas in der Natur? Ich denke schon, sie haben natürlich ein Stück weit schon die natürliche Scheu abgelegt. Man kennt es ja ansonsten, Vögel aus der Nähe zu beobachten, in freier Wildbahn ist selten. Aber hier haben sie eben kennengelernt, wenn Menschen kommen, ist gut, gibt es was zu futtern. Mhm. Meistens haben sie gutes Futter dabei und gut, das ist ein sicher antrainiertes Verhalten. Essen die ihr normales Futter eigentlich auch noch? Ja, also ich habe jetzt hier gerade zum Beispiel, sieht man jetzt von einem Eichhörnchen, das ist das Futter, das sie normalerweise fressen. Das ist jetzt ein abgenagter Fichtenzapfen und die Sämereien sind im Zapfen drin. Und das ist das, was Eichhörnchen von Natur aus fressen würden. Wir kommen mit unseren Nüssen daher, die sind natürlich schon attraktiver, weil das eine richtig fette Frucht ist im Vergleich zu so einem Fichtenzapfen. Und das ist ungefähr so, als wenn man jeden Tag nur Kartoffeln isst und dann kommt jemand mit einer Tafel Schokolade vorbei. So langsam gewöhnen wir uns aneinander. Das Eis ist gebrochen. Jetzt, wo wir so dicke Freunde geworden sind, wird es auch Zeit fürs erste Kunststück. Das, was die Eichhörnchen nicht sofort essen, verstecken sie für schlechte Zeiten. Aber sie werden nur ungefähr die Hälfte davon wiederfinden. Schlecht fürs Eichhörnchen, gut für den Wald. Aus den nicht wiedergefundenen Eicheln können neue Bäume entstehen. Jetzt gibt es ja nicht nur Eichhörnchen hier oder diverse Vögel, sondern es gibt auch schon sehr lange Zeit einen Waldlehrpfad hier in Fischen. Was hat es denn mit dem auf sich? Ja, das ist ein Waldlehrpfad, der ist schon 35 Jahre alt, damit einer der ersten mir Bekannten überhaupt. Ist künstlerisch sehr schön gestaltet mit von Hand gezeichneten Abbildungen von Vögeln und einem Sonthofener Künstler, der jetzt bereits über 90 Jahre alt ist. Ist jetzt allerdings in die Jahre gekommen und wir sind derzeit dran mit einer Gruppe in Fischen, wo Vertreter der Gemeinde, der Grundstückseigentümer, der Schulen, der Förster ist dabei, wo wir dabei sind, einen neuen Waldpfad zu gestalten, der in einem völlig anderen Design sein wird, der die Verbindung zwischen dem Naturpark Nagelflugkette, also dem Nagelfluggestein, und dem Wald hier in Fischen herstellen wird und ein Pfad sein wird entlang dieses Weges. Der wird im Laufe dieses Sommers eröffnet werden. Wird, glaube ich, eine sehr, sehr interessante und schöne Geschichte werden. Um die Ruhe für die Eichhörnchen und die anderen Tiere im Wald macht sich Andreas Fiesel keine Sorgen. Die Besucher des neuen Walderlebnispfades werden mit Schildern durch den Wald geleitet. Sie bleiben also auf den Wegen. Darauf, sagt er, können sich die Tiere gut einstellen. Und etwas zu naschen gibt es ja trotzdem noch.